Klimat ist der Zürcher Fluss. Wenn man auf den ersten Blick schaut, sieht hier alles bestens aus. Aber für die Natur stimmt es leider schon lange nicht mehr. Die Kanalisierung der Limmat vor über 100 Jahren hat im Wasser und am Ufer unzählige Lebensräume vernichtet für Fische, Insekten, Vögel, aber auch andere Tiere und Pflanzen. Die Limmat ist zu einer eintönigen, ökologisch verarmten Wasserstrasse verkümmert, ähnlich wie die Autobahn hier nebendran. Mit dem Projekt «Lebendige Limmat» verwandeln wir die Limmat zwischen Schlieren, Ober- und Unterengstringen wieder in eine natürliche und dynamische Flusslandschaft, eine Oase für Mensch und Natur. Wir befreien die Limmat aus ihrem künstlichen Steinkorsett und geben wieder Platz. So entsteht mit der Zeit eine einzigartige Flusslandschaft, die sich mit dem Gang des Wassers immer wieder verändert. In einem sehr viel kleineren Rahmen kann man das auch heute schon beobachten, und zwar in der Limmataue Werdhölzli und weiter unten in der Geroldswiler Aue. Es ist ein Paradies für Pflanzen und für Tiere. Gleichzeitig entstehen auch neue Räume für die Naherholung für die Bevölkerung. Wir schaffen mehr Natur für alle, für uns und auch für die kommenden Generationen. Gerade in einem dicht besiedelten Gebiet wie im Limmattal ist ein hochwertiges Naherholungsgebiet sehr, sehr wichtig. Und darum ist das Projekt eine sehr grosse Chance für das ganze Limmattal. Ein weiterer Pluspunkt mit diesem Projekt, den wir auch ganz gezielt den Hochwasserschutz verbessern an der Limmat. Schlieren ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Darum braucht es Orte in der Natur, im Grünen, wo man sich erholen kann. Die Limmat ist der richtige Ort für das, für die Natur und für die Bevölkerung. Die Limmat braucht aber mehr Platz, deshalb muss leider die Hälfte der Familiengärten im Bätscherrohr weichen. Uns ist ein grosses Anliegen, dass die jetzt schon mit Elan gärtnern, das auch in Zukunft machen können. Darum haben wir ein Familiengartenkonzept erarbeitet, das das ermöglichen soll. Hier stellt es eine Wiese, hier der Limmat. Das ist ein besonderer Ort für Untereinstringen. Da feiern wir jedes Jahr im Frühling unsere Mittefasten-Tradition. Das wird dann weiterhin möglich sein. Einfach in noch schöneren und naturnäheren Umgebung. Wir als Untereinstringen freuen uns, dass das Klima noch lebendiger und erholsamer wird. Im Gegensatz zu Schlieren und Unterengstringen haben wir in Oberengstringen einen Teil der Limmat schon aufgewertet. Im stark belasteten Limmattal ist der aufgewertete Fluss für die Einwohnerinnen und die Einwohner ein Naherholungsgebiet, das vor allem im Sommer sehr geschätzt wird. Wir haben mit dem Projekt «Lebendige Limmat» eine einmalige Chance, um die Erfolgsgeschichte im Limmatraum weiterzuschreiben. Und der Vorteil ist, dass der Kanton Zürich und der Bund die Kosten tragen.